Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Nanobit TV, liebe Zuseher. Wir befinden uns heute wieder auf der nordfriesischen Marsch. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte das eigentlich Part Nummer 4 sein. Und wir müssen Gras einlagern. Dazu brauchen wir das Schild. Nachher dann, weil wir machen Silage, muss ich auch nochmal dazu sagen. Und natürlich den Ladewagen. Da wir hier auf einer großen Map sind, haben wir natürlich hier auch ein großes Fahrzeug. So, jetzt muss ich ganz kurz raustappen, dass sie abschalten. Na? Und ein bisschen gucken, ob ich hier von den Frames her genug habe. Jetzt wird gesammelt. In den Ladewagen geht zum Glück halbwegs was rein, dadurch muss man nicht allzu oft abladen fahren. Aber das schauen wir uns gleich an. Silo haben wir am Hof. Ja, der Ladewagen schafft keine so einen Radien, wie ich hier mit dem Schwader gelegt habe, beziehungsweise mit dem Big M. Damit wir wahrscheinlich hier bei den Kurven immer beim Abschluss ein bisschen was liegen bleiben, das ist halt dann so. Bald habe ich vor, dass wir das Ganze ohne Timelapses schaffen. Also wirklich die 15 Minuten durch. Und danach Schluss. Ich werde auch heute ausnahmsweise mal nur eine Folge aufnehmen, da ich einfach zu K.O. bin und mir aufzunehmen bin heute. So. Nachher dann einsammeln kann. Ob das liegen bleibt. In den Ladewagen hier geht zum Glück halbwegs was rein. Wenn ihr mal wollt, dass ich ein Video komplett in Österreichisch mache, also nach Möglichkeit, soweit ich es irgendwie schaffe, nicht halbwegs Hochdeutsch zu sprechen, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann werde ich das beim nächsten Mal versuchen und mein Bestes geben. Weil es wirklich, sobald ich ein Mikrofon im Mund habe, rede ich eigentlich fast nur noch eben so, wie ich hier auch rede jetzt, so ein halbes Hochdeutsch. Wenn ich das Mikro weg habe, rede ich natürlich viel mehr im Dialekt.
gerade gesehen, wir müssen hier ein bisschen was machen. An den Einstellungen. Wenn man das überhaupt zulässt. So sagt. Ja, ist besser. So, ich muss lassen. Ich habe zur Sicherheit mal das Doppelfass übernommen, weil ich habe nicht gewusst, wie das man wirklich kann reinbringen. Oder wie man dann wirklich reinfahren. Muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal. Das ist schon das Engste, was ich fragen kann. Wer lässt mir der Anhänger nicht zu? Nee, doch keine Knickreaktion, schade. Thank you.
Ich werde übrigens auch ein bisschen Musik dann im Video hinterlegen. So, der andere ist so gut wie Phoenix, wenn man die Spiegel sieht, die würde ich dann einstellen. Ach ja, fahren wir raus. So. Und jetzt noch verdichten. Ich meine, jetzt ist noch relativ wenig Silage da drin. Normal habe ich mehr drin. Wenn ich da mehr drin habe, dann ist das auch viel angenehmer. Weil dann hast du hinten eine schöne Rampe, die du auf und abfahren kannst und fertig. Mit so wenig Silage ist das ganz schön anstrengend eigentlich. So, jetzt zum Schluss noch eine Frage in die Kommentare. Schauen wir, ob mir auch jemand antwortet. Soll ich das restliche Gras offscreen einholen oder wollt ihr das sehen? Ich bin gespannt, ob ich Antworten kriege.
Würde mich freuen, wenn ihr das schreibt, wie ihr das gerne hättet. Oder ob wir es in der Timelapse einholen sollen. Und das restliche Gras alles in einen Part holen mit dem Timelapse und ein bisschen Musik drüber, wo ich nicht viel dazwischen quatsche. Wie ihr es haben wollt, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare, für das gibt es hier. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn euch die Videos gefallen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Weil ich wenigstens nicht weitermachen soll. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich überhaupt weitermachen soll. Weil allzu viele gucken meine Videos ja leider nicht. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn dann ein paar mehr gucken. Ja. Ein bisschen noch, dann haben wir alles verdichtet. Aber beim nächsten Mal schon wieder einfahren. Meine Fahrzeuge sind jetzt nicht optimal ausgestattet fürs Verdichten im Allgemeinen. Da sind die Reifen und alles drauf. War dann wäre ein bisschen doof auf der Straße zu fahren. Wenn wir doch die ganze Zeit noch hinher müssen mit dem Ladewagen und wir aktuell nur den einen Traktor haben, macht das nicht viel Sinn. Mal noch auf und ab und dann haben wir's. So. Ich würde sagen, das war's. Ich sage schon mal danke fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier auf NanoBits TV wiedersehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.